So, hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zu einem neuen Part von Ratchet und Clank, der vielleicht letzte, wer weiß es. Ja, was soll man sagen, ne? Da bin ich ja im letzten Part am Ende ganz schön gescheitert, mittlerweile ist ein neuer Tag angebrochen. Und mal gucken, ob sich diese Pause als sinnvoll herausstellt. Das, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, der Boss ist auf jeden Fall ziemlich hart und ich werde einige Versuche brauchen. Und ich habe direkt aufs Maul bekommen. Mich. Ich bin der rechtmäßige Imperator dieser Dimension. Ja, ich... Aller Dimensionen. Aber ich muss erst mal reinkommen, Alter. Ich muss erst mal reinkommen. Das hier ist längst nicht vorbei. Ihr habt mich vorher noch nie besiegt. Und dieses Mal wird es nicht anders sein. Ja, ich muss erst mal reinkommen. Es reicht, Nefarius. Du reißt die Realität in Stücke, wenn du nicht aufhörst. Oh nein. Die undankbaren Dimensionen kollabieren. Oh. Das, was ich auf jeden Fall mehr tun muss, ist den Phantomsprint benutzen. Fuck, und er erwischt mich trotzdem. Ja, okay, ich habe ihn auf 82%. Okay, also mein Plan ist es, viel mit der Deckung zu spielen. Okay, was habe ich noch so für Waffen? Goddammit. Okay, wir müssen ja den Phantomsprint benutzen. Also mein Plan ist es auf jeden Fall, hier mit der Deckung zu spielen, das habe ich mir überlegt. Und viel mit der Deckung hier zu spielen. Ich werde höchstwahrscheinlich ein paar Versuche brauchen. Als ob der mich hier erwischt, dieser dreckige Hurensohn. Okay, mal gucken, ob wir den Querschläger benutzen können. Okay, haben wir den, 69%. Okay, ich muss diesen Nahkampfangriff mit ausweichen. Oh, Stufenaufstieg. Oh, da hat er mich trotzdem wieder auf die Stufe mit Drecksau. Okay, er kann einfach durchfliegen. Oh Gott, da hat er mich erwischt. Aber okay, wir kommen ganz gut voran, aber es ist... Sie lieben mich! Ihr alle liebt mich! Ich bin der rechtmäßige Imperator dieser Dimension! Aller Dimensionen! Okay, 3% macht das Ding. Das hier ist längst nicht vorbei! Okay, oh Gott. Oh Gott, ich... Und dieses Mal wird es nicht anders sein! Alter, wie lang geht denn dieser Strahl? Du reißt die Realität in Stücke! Wenn du nicht aufhörst! Oh nein! Die undankbaren Dimensionen kollabieren! Okay, so. Als ob der mich erwischt hat. Es macht halt so unfassbaren Damage. Okay, wir müssen mehr. Mehr Phantomsprünge. Und der Querschläger ist, glaube ich, relativ nice. Weil wir dadurch so ein bisschen sein State brechen. Und da hat er mich wieder erwischt. Die dumme Drecksau. Und nochmal, ich hasse es. Okay, 61%. 57, das ist gut. Okay, der ist gerade ein bisschen stuck. Du bist erledigt, Nefarius. Oh Gott, jetzt kommen seine Mates. Jetzt können endlich alle sehen, was du wirklich bist. Okay, jetzt benutzen wir den hier ein bisschen mehr. Und jetzt sollte uns ja gleich wieder Kit helfen, hoffentlich. Kit, ich könnte Hilfe brauchen. Ja, okay, Kit, du machst das. Ja, danke, Kit, sehr gut. Okay, ich bin wieder auf 81, das ist gut. Danke, Kit, du bist die Beste. Nach all der Zeit kommst du zurück, um deinen Imperator zu verraten? KT-7416? Mein Name ist Kit. Und ja. Du bist nicht mein Imperator. Oh, Rivet und Kit. Wie überaus charmant.
Schau mich an! Fuck, er kann, die ungeheure Macht, der kann auch da durchhauen, so wie es aussieht. Blitztreffer. Oh Gott, fuck. Oh fucking hell. Okay, womit kann ich gut Schaden machen? Ich hab halt kaum noch Munition, ne? 49%, was haben wir denn? Schmetterlings, okay, die kann man benutzen. Ja, aber mit den Dingern zu treffen ist halt aber auch... Ja komm, fuck you, Alter. Ja, und da fickt er mich ins Arschloch. Boah, ist das ein harter Bossfight. Sie lieben mich. Ihr alle liebt mich. Das ist das, der ist richtig hart, Alter. Imperator dieser Dimension. Ach, deine Mutter ist eine dreckige Fotze. Das hier ist längst nicht vorbei. Ihr habt mich vorher noch nie besiegt und dieses Mal wird es nicht anders. Ja, jetzt sein. Kommt der Nahkampfangriff. Es reicht, Nefarius. Du reißt die Realität in Stücke, wenn du nicht aufhörst. Oh nein. Die undankbaren Dimensionen kollabieren. Ja, und da erwischt er mich wieder. Ja, okay, aber diesen Nahkampfangriff, den... Okay, der macht dann eigentlich immer sofort den danach. Okay, das funktioniert so semi-gut hier. Okay, jetzt kommt hier der Nahkampfangriff. Ja, okay. Also, da, okay, also das kann ich definitiv nicht damit kontern. Okay, er ist jetzt gerade stuck. Okay. Okay, das war jetzt so semi-gut tatsächlich. Okay, der macht immer den Move. Dann, okay, jetzt. Okay, jetzt macht er den. Ja, da wischt er mich wieder, Alter. Ich werde okay. Dein Ende sein! Okay, das werden wir diesmal nicht schaffen. Du bist erledigt, Nefarius. Jetzt ja, kann endlich ich glaub, alles ich bin sehen, eher was erledigt. Du wirklich bist. Komm, ich glaube, ich bin Soldaten, eher erledigt. Zeigen wir ihnen, wer ich wirklich bin. Kid, ich könnte Hilfe brauchen. Okay, aber am Ende des Tages ist es eine Kombination aus drei verschiedenen Angriffen. Dieser Laser, dieser Nahkampfangriff. Danke für die Rettung. Nach all der okay. Zeit kommst du zurück. Ja, und da ist er ja schon wieder, Alter. 7416. Mein Name ist Kid. Und du bist nicht mein Imperator. Oh, Rivet und Kid. Nein, da ist er schon wieder, Alter, dieser Pisser. Ja, okay. Also immer wenn der Laser ist, muss ich still in Deckung bleiben. Sie lieben mich. Ihr alle liebt mich. Ich bin der rechtmäßige Imperator dieser Dimension. Aller Dimensionen. Nein, da kommt der Links angeflogen. Ihr habt mich vorher noch nie besiegt. Und dieses Mal wird es nicht anders sein. Es reicht, Nefarius. Du reißt die Realität in Stücke. Okay, wie mach ich das? Wenn du nicht so aufhörst. Oh nein. Und zur Seite. Die undankbaren Dimensionen kollabieren. Und wieder zur Seite. Oh, wie konnte ich? Und wieder ausweichen. Oh Gott, ich muss in Deckung bleiben. Fuck. Ich wollte in Deckung, aber das hat nicht ganz so gut. Ach komm, fuck you, game. Okay, das ist jetzt nicht ganz so erfolgreich. Ja. Sehr gut. Ja, perfekt. Genau so muss ich das machen. Okay, und immer versuchen, hier in Deckung zu bleiben. Ja, sehr gut. Ich muss eigentlich nur auf seinen Nahkampfangriff achten. Und jetzt ausweichen. Perfekt. Und wieder ausweichen.
Okay, jetzt wieder schön in Deckung bleiben. Die Rakete kann man mal reinhauen. Ich dachte, ich wäre in Deckung hier. Ich habe gedacht, ich wäre wirklich in Deckung gewesen. Du bist erledigt, Nefarius. Jetzt können endlich alle sehen, was du wirklich bist. Ja, aber wir haben einen Plan. Kommt, meine Soldaten. Zeigen wir ihnen, wer ich wirklich bin. Ja, ich brauche Kit, Alter. Kit, ich könnte Hilfe brauchen. Oh yeah, Kit. Okay, sehr gut. Jawohl, danke. Okay, perfekt. Okay, wir müssen in Deckung bleiben. All der Zeit kommst du zurück, um deinen Imperator zu verraten? Das war stark von mir. Nein, das war nicht gut. Mein Name ist Fucking Kit. Hell. Und du bist nicht mein Imperator. Oh, Bridget und Kit. Wie überaus charmant. Okay, ich chill jetzt hier einfach. Das Problem ist, ich muss ihn halt im Blick behalten. Nein, da hat er sofort wieder angegriffen, oder was? Okay. Vernichte den Rebellenkampfbot! Lass sie nicht zu mir! Kit! Nein! Angriff! Au! Im Ernst? Okay, jetzt zwei oder was? Ach du heilige Scheiße! Okay! Nein, und dann hab ich ihn aus den Augen verloren. Oh Gott! Nein, und dann erwischt er mich. Okay, der Fight ist geisteskrank schwer, Alter. Der, also der Fight hat mich wirklich in sich. Ich bin der rechtmäßige Imperator dieser Dimension. Aller Dimensionen. Das hier ist längst nicht vorbei. Ihr habt mich vorher noch nie besiegt. Und dieses Mal wird es nicht anders sein. Es reicht, Nefarius. Du reißt die Realität in Stücke. Wenn du nicht aufhörst. Nein, und er greift wieder an. Das ist so eine Scheiße. Dimensionen kollabieren. Wie konnte ich? Okay, wir brauchen jetzt wieder den Querschläger. Okay, schön abwarten. Jetzt geduldig abwarten, Daniel. Jetzt keinen Scheiß machen. Oh ne, das war nicht gut. Ich war doch... Alter, ich war sowas von in Deckung. Also das ist ein Marathon, dieser Fight. Fuck. Und jetzt kommt der Attack wieder, oder? Nein, ich hab das nicht gesehen, ob er den... Ich hab nicht gesehen, ob er den Stein nach links oder nach rechts geballert hat. Okay, du perfekt. Du bist erledigt, Nefarius. Ja, okay, jetzt wir sind wieder hier und mit 47 Leben. Was du wirklich bist. Okay, wir müssen irgendwie das geschaffen, Alter. Ich wirklich bin. Also das hier ist... Eieiei. Kit, ich könnte Hilfe brauchen. Ich bin schon wieder bei 14 Minuten, nur bei einem Fall. Also in dem Fall, da haben sie sich wirklich nochmal die asozialste Scheiße ausgedacht, die es gibt. Danke für die Rettung! Nach all der Zeit kommst du zurück, um deinen Imperator zu verraten, KT-7416! Mein Name ist Kit! Komm mal, jetzt du musst doch leben, fuck! Oh, Rivet und Kit! Überaus charmant! Nein, ich muss wieder gucken. Okay, Alter, okay. Nein, und dann tut er da durchbürsten, oder was? Das ist
ist doch so eine Pissscheiße. Ja, und ich hab gedacht, ich könnte... Ah, ficken. Vernichte den Rebellenkampfbot! Lass ihn nicht zu mir! Kit! Oh Gott, was hab ich denn für Waffen, Alter? Schwerer Angriff! Alter, als ob der mich denn trifft! Und dann bin ich wieder in der Luft gefangen, oder was? Das ist noch lange nicht mein Ende! Nicht mal annähernd! Das ist so eine Wichskiste, Alter. Ja, okay, ich darf da nicht piepen, Alter. Ich hab gedacht, ich könnte minimals da rein piepen, aber das war eine riesige Fehlannahme. Was haben wir denn hier auf der Seite noch? Bombardierer. Ja, ich komme nicht um die verwichste Drecksecke rum, Alter. Ist das eine Dreckspiste, Alter? Sie lieben mich! Also der Fight hier. Nein, ach du dummer Hurensohn! Boah, Alter, das ist wirklich das schlimmste Video meines Lebens hier. Das ist das schlimmste Video. Das ist alles eine absolute Vollkatastrophe. Ja, es ist so eine Pisse hier, diese Scheiße. Es reicht, Nefarius! Du reißt die Realität in Stücke, wenn du nicht aufhörst! Oh nein! Die undankbaren Dimensionen kollabieren! Oh, wie konnte ich? Ich hab doch die Waffe gewechselt! Eieiei, du, das ist... Ja, aber ich werde, glaube ich, besser, Alter. Ich mache nicht mehr so viele Leichtsinnsfehler. Jetzt habe ich den Stein abgeschossen. Okay, man kann ihn relativ gut schießen. Alter, hier so ganz knapp an der Ecke vorbei einen abpisst. Okay, nicht mehr bewegen. Das Problem ist, ich muss mich bewegen, um ihn sehen zu können. Okay, mehr Phantomsprit. Ich stand doch links, oder? Oder nicht? Scheiße. Ja, perfekt. Okay, jetzt müsste doch die Scheiße da kommen, oder? Okay, ich muss immer mit der Deckung spielen. Du bist ja perfekt, sehr gut. Sehr gut. Jetzt können endlich alle sehen, was du wirklich bist. Okay, wir müssen konzentriert weiterspielen, Freunde. Wir müssen ganz konzentriert jetzt weiterspielen. Kit, ich könnte Hilfe brauchen. Ja, Kit, jetzt ohne Witz. Jetzt langsam wäre es irgendwie gar nicht so schlecht. Okay, wo ist das Leben? Okay, ich bin auf 90 von 90. Kit! Danke für die Rettung! Danke. Okay, jetzt da oben ist er. Alter, ich bin doch gedodged! Du halt in die andere Richtung! Mein Name ist Kit! Und du bist nicht mein Imperator! Oh, Rivet und Kit! Alter, da hat er mich schon wieder erwischt. Charmant. Hab ich keinen mehr für den Querschläger? Friedensstifter tatsächlich. Oh Gott, ich bin out in die Augen. Oh Gott. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben den Executioner noch. Ja, Alter, ich bin doch schon gephantomsprintet, Alter, das Drecksding.
Okay. Ich meine, kann ich hier noch in diese Waffe radetzen? Ja, und ich bin... Mann. Okay, wir müssen wieder auf den leeren... Ja. Ja, aber das ist halt super schwer für dich. Ja, okay, das ist... Vernichte den Rebellenkampfbot! Lass ihn nicht zu mir! Kit! Schwerer Angriff! Was? Schwerer Angriff von wo? Ja, wow, danke für nix, Alter. Okay. Ja, geil. Das ist noch lange nicht mein Ende! Nicht mal annähernd! Nee. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da! Und ich bin sogar... Okay, ab in Deckung. Alter, wie lang geht denn dieser Strahl? Okay, noch 31 Leben. Wir müssen jetzt konzentriert bleiben. Okay, was haben wir noch? Ja, das macht halt keinen Damage, ne? Ja, ne? Uns fehlt's halt an allem gerade. Ja, nein, jetzt! Wieso? Was hat mich denn da jetzt getroffen? ...20%, okay, wir haben ihn auf 20% runter. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, wir müssen konzentriert bleiben, aber das ist so schwer ohne Munition, Alter. Nein, ich war so aufs Schießen konzentriert. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch 13%, Alter. Okay, was haben wir noch? Supernova. Okay, wir müssen jetzt wieder anwinkeln. Ist er gerade da stuck? Ich glaube, er ist stuck. Eliminiert sie! Los, los, los! Er ist bei 5%. Ach du heilige Scheiße. Soldaten von den Seiten! Wenn sie gemeinsam auslöschen, zeigen wir ihnen, wie es geht. Ja, das ist aber jetzt hier ganz schlecht, meine Freunde. Was soll ich denn da machen? Ich kann mich nur verstecken. Ich lasse euch nicht gewinnen. Ja, Kit, aber jetzt ohne Witz, ich brauche Hilfe, Alter. Ich bin am Arsch. Kit, bitte, mach was! Kit, bitte! Kit, bitte! Mach irgendwas, es ist mir egal was. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein fucking Gott, Kit, bitte. Komm schon, Kit, bitte. Nein! Dein Ende sein! Oh Gott, Kit, bitte. Bitte, Kit, tu doch was! Kit, bitte! Kit! Ja, bitte! Ich bin am Arsch, Alter! Alter, das ist hier nur mal normal. Ich bin am Arsch, Alter. Ich bin gefickt. Bitte, bitte, tu doch irgendwas. Du stehst da einfach nur rum. Ah ja, okay, gut, du hast was getan, danke.
Alter, ich hab nur 6 Leben, Alter. Alter, wie viele kommen denn da? Was ist denn das jetzt hier? Wenn ich jetzt nicht diesen Bugspot gefunden hätte, ich glaube, da wäre ich schon lange tot. Was ist das denn hier für eine Dreckspistole, Kid? Kid, jetzt tu doch bitte was! Nein! Kid! Bitte! Ja. Hä, da kommen immer wieder welche nach. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Pisse? Das ist ja jetzt wohl nicht euer Ernst hier, oder? Kid? Alter, Kid? Ja? Ja, guck mal, die ballern da doch hier alles drauf. Ja, keine Munition mehr. Ja, ich sehe schon. Jetzt habe ich Black Screen. Geil! Okay, haben wir den. Geil. Oh Gott, ich darf jetzt keinen Damage kriegen. Ja, keine Munition mehr für den. Geil. Ist ja perfekt. Ist ja wirklich perfekt hier alles. Ist ja wirklich... Ist ja geil. Alter, wie viele kommen denn da? Ja, geil. Alter, fickt euch! Doppelmittelfinger in euer Arschloch, ihr Hurensöhne, Alter. Alter, komm, Alter. Diese dumme Dreckspisse. Ja, natürlich. Da kommen aber 8000 Gegner aus allen Löchern raus. Gefickt, Alter. Ihr dummen Wichser. Ich hasse euch alle. Ja, natürlich kommt der aus dem Nix und fickt mich in mein Arschloch. Boah, ich hasse diesen Bossfight. Ich bin der rechtmäßige Imperator dieser Dimension. Aller Dimensionen. Boah, Alter, das ist das schlimmste Video meines Lebens. Das hier ist längst nicht vorbei. Ihr habt mich vorher noch nie besiegt und dieses Mal wird es nicht anders sein. Es reicht, Nefarius. Du reißt die Realität in Stücke, wenn du nicht aufhörst. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Undankbaren Dimensionen kollabieren! Ich hasse diese Dreckspisse hier. Das ist wirklich der schlimmste Bossfight meines Lebens. Ja, so jetzt. Ja, mach deinen Strahl da, Kollege. Du dummer Hurensohn, Alter. Jetzt will ich's zum Trotz machen, du Bastard. Du elendiger Hurensohn einer dreckigen Fotze, einer von Hure. Ja, natürlich bewegt er sich. Ja, so ein dreckiger Pisser, Alter. Hä, hängst du fest, hä, du Bastard, hä? So, 55%, Alter. Jetzt können so endlich alle sehen, meine was du Fresse, wirklich ich hasse bist. Alle Menschen dieser Erde. Nein, tue ich nicht. Ich mag euch. Komm, es ist schön, dass ihr meine Videos guckt, aber ganz ehrlich, das hier ist einfach nur Müll. Also diese letzte Phase, wo du da eingeengt bist. Ja, Kid, jetzt mach doch mal was, Alter. Bastard. Weißt du, mir einen Arm abreißen kannst, aber jetzt hier den Roboter mal die Arbeit, hier die Arme abreißen, so da, ne, da scheitert's genau. Danke für die Rettung! Ja, jetzt kommt Zeit da nämlich. Kommst du zurück, um ja, Imperator da kommt da nämlich schon verraten. Der Bastard. KT7416. Mein Name ist Kid. Und du bist nicht mein Imperator. Oh, Vivid und Kid. Wie überaus charmant. Nein, ich... Aus mir. Fuck! Nein, als ob der da sofort in dieses State geht. Ich hasse ihn. Okay, der buggt da gerade. Lass ihn nicht zu mir! Schwerer Angriff! Okay, egal. Was nehmen wir?
Oh Gott. Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Ja, sehr gut. Nein, 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 Alter. Wie er da links rumkommt. Ich hasse ihn so sehr, diesen Bastard. Ja, scheiße, ich brauch... Oh Gott! Und Phantomsprit, 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 Phantomsprit! Oh Gott, ich muss abhauen, ich muss abhauen, ich muss abhauen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Eliminiert sie! Los! Okay. Los! Los! Ja, jetzt haut der ab! Von den Seiten! Zeigen wir ihnen, wie es geht. Alter, von was werde ich denn da jetzt getroffen? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich wechsle doch die Waffe! Okay. Okay. Wir setzen den Pilz ein. Wow, nicht schlecht! Ja, egal. Okay, der ist tot. Sehr gut. Nee, 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 nee. Was habe ich überhaupt noch für Waffen? Hit, jetzt mach doch mal bitte was. Soldaten! Kommt, meine... Ja. Freunde, jeder Einzelne, kommt, um gemeinsam für euren geliebten Imperator zu kämpfen! Heilige Scheiße, was kommt jetzt denn? Sie sind alle weg? Nein, sie sind Hallo? Alle tot, oder? Ach, heilige Scheiße, was passiert jetzt hier? Genug! Okay, Leertaste. Ich werde jede Division in... Das ist der Teil, wo du verlierst! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann immer. Jetzt machen wir einen Platt, den Bastard. Gott, hab ich geschrien hier, Alter. Dachtet ihr echt, ihr habt mich? Von mir, du scheußliches! Holy fuck, Alter. Bitte, wir gewinnen gemeinsam! Was weißt du denn schon übers Gewinnen? Alter, das ist doch alles nimmer wahr hier. Holy shit, ich hab's geschafft. Holy fuck. Oh, das war lustig. Ihr zwei seid wirklich Teufelskerle. Musst du gerade sagen. Oh, Alter. Das war bereit, peinlich. Bereit, alles hinzubiegen? Mit dem allergrößten Vergnügen. Ja, Alter, leck mich doch am Arsch, Ja, Prost, ne? Alter, hab ich geschrien, wie so ein weinerliches Kind. Aber am Ende hab ich's geschafft, aber holy fuck, Alter. Holy shit, Aber ich hab's auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Tut mir leid, was ich gesagt habe. Wir sind Freunde. Und... Danke fürs Zurückkommen. Team? Team. Ist wohl Zeit, nach Hause zu gehen, hä? Ja. Unsere Dimension könnte gerade ein paar Helden vertragen. Tja,
Was haltet ihr zwei von einem Zwischenstopp auf dem Weg? Wo soll's hingehen? Du weißt wohin. Sind das wir? Alter. Okay, das war, glaube ich, Ratchet & Clank jetzt, oder? Alter, das war übel. Das war richtig übel. Was soll ich sagen, Alter? Es war, also, ja, wie soll ich es am besten beschreiben? Ich hatte ja von gestern zu heute noch ein bisschen Zeit, mal ein bisschen nachzudenken. Und was soll ich sagen? Es ist irgendwie ein komisches Spiel. Also an sich, das Gameplay ist ziemlich geil und herausfordernd. Und es ist definitiv herausfordernd. Ich finde es aber interessant, auf welche Skills hier Fokus gelegt wurde. Und zwar nämlich so Dinge wie in Deckung bleiben, wenig Schaden nehmen, sehr, sehr viel ausweichen und sehr, sehr viel Munitionsmanagement. Und das sind so Dinge, die hätte ich jetzt bei Ratchet & Clank jetzt gar nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass das in eine andere Richtung geht, ne? Dass es mehr darum geht, wie kann man am schnellsten Damage austeilen. Aber die Kämpfe sind teilweise wirklich ein Marathon. Und von daher ist das wirklich hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ihr habt es ja gesehen. Also jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, der Daniel, der stellt sich blöd an, natürlich. Da habt ihr auch irgendwo recht, ne? Ich möchte auch nicht abstreiten, dass das von mir, ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das eine glanzlose Leistung war, ne? Oder glanzlose? Nee, warte mal, ist ja auch egal. Also auf jeden Fall, ich habe Fehler gemacht, sagen wir es so. So, ne? Ich habe auch viel Scheiße gebaut. Aber ich finde, das Spiel ist da sehr, sehr, ja, rigoros, was das angeht. Auch so Munitionsmanagement, so. Ne? Wenn du ein paar Mal daneben schießt, das merkst du. Und dann musst du das irgendwie ausgleichen. Dann musst du beim nächsten Mal mindestens dreimal so gut treffen, ansonsten hast du ein Problem. Und das finde ich hier sehr, sehr interessant gemanagt, muss ich ehrlich sagen. Und das, was mir jetzt so im Nachhinein so wirklich aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich, obwohl es so viel Gameplay gab und so viel Stoff gab, jetzt so storymäßig gab es eigentlich wenig, muss ich ehrlich sagen. Also ich meine, alleine so diese Tatsache mit diesen, oh, guck mal, da ist ein anderer Lombax und so, ne, zwischen Rivet und Ratchet, quasi die Verbindung, also die war ja quasi non-existent. Man hat sich mal kurz vorgestellt, hat man gesagt so, hey, na, Mensch, wie geht's denn so? Und das war's eigentlich auch schon wieder. Und also ich weiß jetzt nicht, also ich sag mal so, wenn man jetzt rein nach dem geht, was wir erlebt haben, sind sie, ich weiß nicht, entfernte Kollegen oder so? Also ich weiß nicht, also das war ja anscheinend schon für beide so ein Riesending, weil die halt noch nie einen anderen Lombax gesehen haben. Ne? Die waren ja auch so mega nervös von mir aus, ne? Das ist ja alles wunderschön, aber irgendwie hat man dann mit denen in der Story nichts gemacht. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt noch 10 andere Spiele spielen muss, um das auszugleichen mit Story, aber also hier stand ganz klar das Gameplay und das Erkunden und actionreiche Passagen im Vordergrund. Und storymäßig, weiß nicht, die hat man irgendwie, ja, die hat man versucht, so kurz wie möglich zu halten, glaube ich. So ist zumindest der Eindruck für mich. Deswegen, also storymäßig war das sehr, sehr dünn. Das war sehr, sehr dünn. Das war sehr dünn. Also da fällt es mir jetzt ehrlich gesagt auch ziemlich schwer, da jetzt ein faires Urteil zu bilden, weil halt Gameplay und so ist extrem geil, aber so der Rest ist eher so, ja, fast schon meh, muss ich ehrlich sagen, zumindest was die Story angeht, weil, also in diesem Universum, mit diesen Charakteren kann man doch viel, viel mehr geilen Shit machen, oder? Also, kommt mir irgendwie ein bisschen wie verschwendetes Potenzial vor, so ein bisschen so. Man hatte irgendwie, vielleicht hatte man noch Ideen, aber es hat nicht mehr gepasst und dann, aber boah, das war, also das empfinde ich als sehr, sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Das empfinde ich als sehr, sehr schwierig. Und ich weiß nicht, auch jetzt hier, ne, so die Beziehung zwischen, ich glaube die einzige Beziehung, die hier so ein bisschen aufgebaut und so ein bisschen, ne, war zwischen Rivet und Kit. Das war die einzige Beziehung, die so ein bisschen einen kleinen Turn hatte, so ein bisschen, ne, so, aber nur so ein ganz kleines bisschen und wirklich auch nur ganz hart angehaucht und, ja, oh, du bist böse, ich will mit dir nichts mehr machen und so und du kannst dich nicht nur verstecken und dann, ja, okay, dann verstecke ich mich doch nicht und jetzt bin ich wieder da, so. Also da war auch wenig Tiefe drin und ich meine, das Spiel geht ja 11, 12 Stunden, da kann man doch ein bisschen mehr Story reinpacken.
Oder bin ich da jetzt zu hart gegenüber dem Spiel? Kann auch sehr, sehr gut sein. Kann sehr, sehr gut sein, dass ich jetzt viel zu hart hier gegenüber dem ganzen Stuff stehe. Dann tut es mir auch ein bisschen leid. Also ich möchte jetzt auch nicht schlecht reden, aber es ist halt so mein Eindruck vom Spiel. So, es ist zwar gut, das Spiel, besonders das Gameplay, das macht ultra viel Spaß und auch so diese Passagen, wo man dann so von Railing zu Railing grindet und springt und sie eine Pirouette macht und so. Das sieht alles super geil aus, aber so substanzmäßig auch. Ich weiß nicht, das mit den Dimensionen irgendwie so richtig, ne, das ist halt alles so, dass es halt irgendwie gerade fürs Gameplay passt. Und wie viel da, also ne, was es da jetzt für Regeln gibt und so, das ist halt alles sehr, sehr, ja, keine Ahnung. Und auch dann so diese Rätsel dann mit Clank und Kid, die sind auch so, eher so, ja gut, ich meine, schön, dass es sie gibt, aber ich weiß nicht. Es ist irgendwie, also es fühlt sich halt irgendwie an wie so ein Spiel von Tausenden und man hat aber versucht, so ein ganz kleines bisschen Story mit reinzubringen. Und sonst ist nur das Gameplay im Vordergrund und das finde ich persönlich sehr schade. Jetzt singt er auch noch. Ja, komm, ich lass ihn mal singen. Alles klar. Ja, was soll ich sagen? Es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Es ist, also, ich weiß nicht, ist es ein Top-10-Spiel für mich? Eigentlich nicht. Also zwischenzeitlich war es mal drin, aber ja, ich weiß nicht. Es ist halt schwierig. Es ist halt ein Computerspiel und deswegen sollte das Gameplay eigentlich am wichtigsten sein. Aber ich finde, ohne eine Story mit wirklich Substanz ist es halt irgendwie schwierig, weil die Bedrohungen halt auch so, ich weiß es ja auch nicht. Es ist irgendwie super schwierig für mich, das zu beurteilen, weil die Bedrohung, die ist halt irgendwie schon da, ja, natürlich, aber es ist aber auch irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ne, also das fühlt sich mehr so an, als wollte man ganz, ganz viele Set-Pieces irgendwie aneinander rein und hoffen und hat dann gehofft, dass es gut geht. So ungefähr kommt mir das vor und da fehlt mir persönlich einfach die Substanz. Und irgendwie, also ich weiß nicht, die Charaktere sind ja da. Die Charaktere sind großartig. Sie sind wunderschön animiert, wunderschön gestaltet, perfekt in Szene gesetzt, wunderschön vorgestellt. Und dann, ich weiß nicht, wie so ein Theaterstück quasi. Du hast wirklich, ne, also ne, man hat sich wirklich Mühe gegeben, hat die besten Schauspieler und so, ne? Und hat wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, hat perfekt, ne, hat ein perfektes Bühnenbild und dann, ja,
und dann macht man nichts damit. So irgendwie fühlt sich das an. Und das finde ich irgendwie schade, muss ich ehrlich gestehen. Und das finde ich, ja, es ist keine Ahnung, es ist schwer zu beurteilen, weil das Gameplay ist wirklich geil. So, das ist halt das Problem. Und ich meine, wenn ich jetzt rein das Gameplay bewerte, Alter, 9 von 10 Spiel, wirklich geil. Aber wenn man dann so das Spiel als Gesamtprodukt sieht, in Kombination mit Story und so, ich meine, die Musik ist auch großartig, aber irgendwie die, ich weiß auch nicht, irgendwie so, es ist halt, keine Ahnung, so, ne, so, ich habe das jetzt gespielt und in dem Moment, wo ich das Spiel deinstallieren werde, werde ich es wieder vergessen haben. Oder zumindest so, ne, so nach dem Motto, ja, Ratchet & Clank, ja, habe ich gespielt, aber ich werde da keine, also weiß ich, ich habe da, ne, keine Ahnung, zu anderen Spielen, wie beispielsweise, okay, ja gut, das ist wieder unfair, jetzt wieder die besten Spiele zu nehmen. Aber ne, so Cyberpunk, The Last of Us, so. Es ist, wie soll ich es am besten beschreiben? Es ist, also ich habe nicht so wirklich eine Verbindung zu dem Spiel aufgebaut. Ja, es hat Spaß gemacht, ja, es war schön, aber ja, reicht dann auch irgendwie. Und das weiß nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das Potenzial war da, die Charaktere waren da. So, man hätte ja wirklich mit dieser Lombax-Story was richtig Cooles machen können, aber irgendwie hat man es nicht. Irgendwie hat man das vergessen. Weiß ich nicht. Man hatte zwischendrin coole Ansätze, aber man hätte ja, keine Ahnung, vielleicht sogar mal Missionen zusammen machen können, so, ne? Aber die sind dann optional von mir aus. Die hätte ich gemacht, aber stattdessen hat man irgendwelche Sammelaufgaben am Ende und das finde ich irgendwie komisch. Oh Gott, ist das schlimm. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwer zu bewerten. Ach ja, ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Ja, aber ich würde jetzt sagen, also, wie gesagt, ich habe es ja früher mal gemacht, dass ich die gesamten Credits durchlabere, aber ganz ehrlich, keine Ahnung, ob sich das jemals irgendeiner angehört hat, ich überspringe das jetzt. Ich habe den Herausforderungsmodus, danke, das ist mir jetzt auch egal. Herzlichen Glückwunsch, da ist die Hauptgeschichte abgeschlossen. Herausforderungsmodus F. Nee, also was soll ich sagen? Das war's für mich. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ich hatte Spaß, vielleicht jetzt nicht in der letzten Folge, aber zwischendrin hatte ich ihn auf jeden Fall. Aber ja, also ich würde am Ende des Tages, wenn ich alles zusammenfasse, würde ich sagen, Gameplay ist eine 9 von 10, Story ist so eine 3 von 10, Musik, Inszenierung ist eine wirklich, also ne, und eine Baller-Action und so, ne, und Set-Pieces ist eine 10 von 10. Ich, also keine Ahnung, irgendwo so zwischen 7 und 8 würde ich das Spiel ansiedeln, wenn ich es jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsste. Also ich glaube, da ist es ganz gut angesehen und dann, ja. Aber da muss wirklich, also wenn ich nochmal ein Ratchet & Clank spielen soll, also ein Ratchet & Clank Spiel spielen sollte, dann muss auf jeden Fall mehr von der Story herkommen, in meinen Augen. Und wenn dann die Story geil ist, dann wird's richtig geil. Aber so ist es halt leider nur, in Anführungsstrichen, nur eine 7,5 von 10. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Einen wunderschönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Und bis zum nächsten Projekt. Tschüss.